die große Galanacht der Stars heute am 19. Februar aus dem Zirkuszelt Sarasani hier in Dresden. Momentan wird noch kräftig geprobt. Da werden wir jetzt gleich mal reinschauen und mal schauen, wie sich die Stars aus Film, Funk und Fernsehen so anstellen und auch mal an André fragen, wie er mit deren Arbeit zufrieden ist. Kommt einfach mal mit. Die Proben, gerade haben wir den Daniel Eichinger gesehen, der macht ja eine Nummer, die du sonst hier machst. Wie hat er sich denn angestellt? Ja, natürlich ist das für ihn ein ganz anderes, ein ganz anderes Ressort. Eine Bühne ist natürlich was ganz anderes, wie vor einer Kamera zu stehen. Aber er hat sich ganz gut eingestellt. Er war sehr konzentriert bei der Arbeit, weil man muss schon ein bisschen aufpassen. Es ist nicht so ganz so einfach nur gut auszusehen auf der Bühne. Man muss ja auch ein bisschen das alles, was die Abläufe sind, beibehalten, damit man nicht durcheinander kommt, damit es mit der Musik passt, damit es mit dem Licht passt und so weiter. Aber er hat sich gut angestellt, muss man sagen. Wie lange ist er jetzt schon dran gewesen mit Proben? Also er hat gestern 2 Stunden gemacht und heute nochmal so eine Stunde gut und es ist okay. Es ist noch nicht perfekt, aber es ist ganz gut. Also ich denke, er wird sich nicht schämen müssen heute Abend. Der große Meister sagt, ist okay. Ist okay, ja. Alles klar. Dann warten wir mal ab, was heute Abend passiert. Ich danke dir und wir beobachten mal weiter noch. Alles klar. Bis dann. So, hier im Zirkus Sarasani gibt es nicht nur Varieté und Aufführungen, sondern es wird auch sehr gut gespeist und für die gute Küche sorgt in diesem Fall Gerd Kastenmeier. Hier steht er neben mir, der Chefkoch. Genau, da ist er. Ich grüße dich. Servus, grüß dich. Was wird denn heute speziell bei der Galanacht serviert? Ah, heute gibt es als Vorspeise einen Lachs-Carpaccio, einen Wildlachs, schön mariniert mit Basilikumpesto, gebackener Kirschtomate dazu, ein bisschen Parmesan, leckere Sache. Als Zwischengang haben wir einen Strudel von Steinchampignons mit karamellisiertem Frühlingslauch, einer Garnele dazu, eine gebratene, die mit ein bisschen Tomatenpesto, also roter Pesto, mariniert wird. Im Hauptgang haben wir einen Picata von der Ente mit grünem Spargel, Kartoffelrisotto und zweierlei Soßen dazu. Und Dessert gibt es dann entweder unsere Käsevariation aus dreierlei Käse mit Feigensenf oder was Süßes mit gebackener Mangotart, mit Ananaspüree, mit so ein bisschen Schoko-Chili-Soße drüber und ein Brombeereis mit Chili verfeinert, immer ein bisschen was. Da läuft einem jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Wie lange arbeitest du mit André schon zusammen? Oh, über 3 Jahre schon. Mhm. Wir haben zusammen schon 800 Galas gemacht, deutschlandweit hoch und runter, ob Mannheim, ob Berchtesgaden auf 1600 Meter Höhe. Wir sind schwer unterwegs in Deutschland. Schaut dieses Jahr auch so aus, als ob es so deutlich so weitergeht natürlich. Okay. Und wie verschlägt es eigentlich einen Bayern hier nach Dresden? Du hast ja hier in Dresden ein eigenes Lokal. Genau, ja. Da haben wir gestern schon mal ein bisschen reinschnuppern dürfen und einen sehr schönen Abend verbracht. Danke. Wie kommst du hierher? Ich bin seit 95 bin ich hier. Und zwar mir ist angeboten worden, in Dresden was mich selbstständig zu machen. Mhm. Ich war am Wochenende herüben, habe mir Dresden angeschaut und habe gesagt, das ist so eine geile Stadt, das ist gut, will ich haben. Mhm. Ich habe ja auch angefangen 95 mit dem Fischrestaurant, habe dann 98 mein Wirtshaus, mein sächsisch-bayerisches Wirtshaus dazu gemacht. Kam leider 2002 das Hochwasser, beide Läden überschwemmt. Seitdem habe ich noch das Wirtshaus, mache aber wieder die Fischgalerie demnächst auf. Mhm. Ja. Okay. Wer mehr wissen möchte, wo kann man da nachschauen? Internet? Gibt es da was? Internet, ja klar, logisch. Und entweder unter www.wirtshauslindenschenke.de oder www.kastenmeierscatering.de. Okay. Wie gesagt, kann ich nur bestens empfehlen, liebe Podcast-Freunde, wenn ihr mal in Dresden seid, eine hervorragende Adresse zum guten Essen. Ich bedanke mich, Gerd, und für heute Abend alles Gute. Danke, machen wir doch.
Was war das jetzt eben für ein Gefühl, als der Pfeil so knapp über dir reintraf? Ja, das ist schlimmer als Bungee-Jumping und oder Formel 1 fahren. Also es ist schon ein komisches Gefühl, ja. Weil also die Vorstellung alleine schon, einen Pfeil irgendwie in den Kopf zu kriegen, ist schon gruselig. Mhm. Und wenn man da sitzt, ja, es kann eigentlich nichts passieren, aber trotzdem ist es ein komisches Gefühl, weil man denkt wirklich, der Pfeil geht einem in den Kopf, weil es ja so nah ist. Genau. Es schon kostet sehr Überwindung, da still zu sitzen. Augen zu und durch, oder wie? Wie bereitest du dich jetzt nachher drauf vor? Naja, jetzt hat es gut funktioniert, aber irgendwann geht irgendwann mal irgendwas schief. Und ich hoffe nur nicht, dass es heute Abend so sein wird. Nee, mit Sicherheit nicht. Ich denke mal, da aber ist die, wie heißt deine Artistin? Das ist Silvia heißt okay. Die. Ja. Ich denke mal, da kannst du vertrauen, die macht schon. Das wirklich schon ganz gut. Ne? Sind wir mal gespannt. Dir alles Gute. Danke. Und du bist wir sehen uns und du bist zu sehen momentan in welcher Serie? Das ist GSG 9, die Eliteeinheit auf Sat 1 um 20.15 Uhr, immer donnerstags. Immer donnerstags, genau. Einschalten. Okay, danke dir. Zurück sind wir nun im Hotel Dorinth, wo wir übernachten alle, die ganzen Künstler, auch die King Family. Sie werden eine musikalische Einlage geben heute Abend. Und alle Achtung, sie sind trotz Krankheit angereist. Dafür herzliches Dankeschön. Und nun würde ich sagen, frage ich Sie doch mal, was sind die Eindrücke von der Probe weg beim Zirkus Sarasani? Jetzt sind wir alle ein bisschen krank, aber wir freuen uns, hier zu sein. Ja, ich glaube, wir können eigentlich ziemlich gut singen, aber heute ist irgendwie, unsere Stimmen sind alle ein bisschen so verkratzt und ja, hoffentlich wird der Show heute Abend nicht zu schlimm sein und hoffentlich kriegen wir alles ziemlich gut, mehr oder weniger hin. Wir versuchen unser Bestes, wir machen so gut, wie es geht. Aber insgesamt, der Sarasani Zirkus ist unglaublich. Ich war noch nie in so eine coole Zirkus, also wirklich, alles ist, you know, mit Glanz, alles glänzt und die Bühne ist unglaublich. Also heute haben wir ein Geburtstagskind, Jazzy. Sie ist heute, wie alt bist du, Jazzy, heute? Ich bin 18 Jahre alt. Und ich glaube, die Grippe hat die Jazzy am meisten heute erwischt. Happy Birthday. Thank you. Aber die Jazzy ist ganz tapfer. Und die Jazzy packt das. Okay, danke.